Schöne Grüße aus der Genusszone. In unserem letzten Video haben wir ein Focaccia gemacht. Das passt sehr gut zu Hähnchenfleisch und dafür marinieren wir jetzt auch welches. Dafür haben wir hier Hähnchenfleisch, Weißwein, Kokosmilch, Sojasauce und Currypulver. Marinaden herzustellen mit einem passenden Rezept ist eigentlich immer ganz einfach. Man wiegt sich alles ab und gibt es dann in eine Schüssel. So machen wir das jetzt auch mit unserer Kokosmilch. Den Curry und Weißwein. In Marinaden nimmt man nur selten Salz, weil Salz ja auch die Eigenschaft hat, Wasser anzuziehen. Und dadurch kann es passieren, dass das Fleisch trocken und zäh wird. Jetzt haben wir das einmal durchgerührt. Jetzt fügen wir noch unsere Sojasauce hinzu. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es gibt verschiedene Sorten Sojasauce und manche sind salziger als andere. Ich nehme jetzt erstmal 2 Esslöffel. Führe das einmal durch. Dann probiere ich schon mal. Da können wir auch noch mehr Sojasauce nehmen. Das sollte dann halt kräftig salzig schmecken. Wenn das jetzt schön kräftig abgeschmeckt ist, stellen wir das erstmal zur Seite und dann kümmern wir uns um unser Hähnchenfleisch. Das Hähnchenfleisch, wenn das hier noch so hässliche Fettstellen hat, die schneiden wir erstmal weg. Und dann wird das Hähnchenfleisch einmal der Länge nach halbiert. Das Fleisch gebe ich jetzt in eine Schüssel. Wichtig ist oder gut ist, wenn man eine Schüssel hat, die man hinterher verschließen kann, weil dann riecht der Kühlschrank nicht nach der Marinade und umgekehrt. So, man kann auch, wenn man möchte, kann man auch Putenfleisch nehmen. Das kann man sich aussuchen. So, die lege ich jetzt hier rein. Und dann kommt unsere Marinade darüber. Verschließen wir das Ganze und jetzt kommt das für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank. Ich lasse das erstmal über Nacht stehen. So, die Hähnchenwurst war jetzt 24 Stunden in der Marinade. Jetzt müssen wir es quasi nur noch warten. Dafür stelle ich unsere neue Fleischplatte auf, heizen die ein und dann braten wir das. Die Pfanne ist jetzt richtig schön vorgeheizt. Da geben wir ein ganz bisschen Öl hinein. Ein bisschen verteilen, dass wir es überall haben. Dann nehmen wir uns unser Fleisch, lassen das ein wenig abtropfen. Dann wird das ganz normal gebraten. Mal drehen. So, wenn das dann durchgebraten ist, schneiden wir das einmal ein bisschen an. Dann habe ich hier mein
frisches Focaccia. Da lege ich das schön drauf. Dann ist es auch schon fertig und kann gegessen werden. Guten Appetit!